Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir im Gasthaus gelandet, aber vorher haben wir diesen Klotz, diesen Bronze-Bakura fertig gemacht. Elise ist sauer auf Mila und Leia, aus was für welchen Gründen auch immer. Und da hinten ist sie und da neben mir ist der Schrank. Und das gefällt mir gar nicht. To be alarmed. This is purely a chance encounter, nothing more. Elise, I'm sorry about before. I can't imagine how lonely you must be without the old Tipo. I know I have a bad habit of opening my big mouth without thinking. Please forgive me. No. Come on, don't say that. I'll beg if I have to. I thought you and Mila were my friends. I hate you. I hate you. Can't you see that I'm just worried sick about you? Liar! You don't care about me at all. I don't want to be friends anymore. What the fuck? Miss Elise. Everyone is being kind to you right now because you have them so concerned. You say that you feel hurt, but have you considered your own actions? Do you realize that Tipo's words were just as hurtful to Miss Leia? I hurt Leia? Well, hurt is a strong word, but you took the wind out of my sails, that's for sure. I had no idea. Why don't you try apologizing to her? But I said such horrible things. I am certain she will forgive you if you ask nicely. Forgiveness is the sign of a true friend. Leia, I'm sorry. Will you forgive me? Sure, but under one condition. From now on, I want you to tell me more about yourself using your own voice. Huh. You're not the boss of her. You're only 3 years older. Tipo, stop! Sie ist auch 15? Yes? Even if it's only 3 years, I'm still older than you. Right. Bossy Leia is scary, Leia! There's a lesson here, child. Never take your friends for granted. So what do we do now? Jürgen still hasn't gotten back yet. We could just barge into the castle ourselves. In Badeklamotten. For the 100th time, let's not cause any trouble for Jürgen. That's no good. It sounded like a good idea to me. Ja, genau das war auch meine Reaktion. So. Why would anyone build a city in such a high place? Well, I guess maybe it's just more impressive that way. Hey, das haben die auch gesagt, als ich nach der letzten Aufnahmesession die Konsole ausgemacht habe. To insult my friends, but at the bottom of your heart, don't you want to? No, you're wrong. Don't say things like that. Bad, Tipo, bad. Hey, take it easy, you two. But Tipo's been saying horrible things. It's all right. I don't mind. Always meddling with us just because you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Das wird aber nee, das sag ich jetzt lieber nicht. Eine Sache der Zuneigung. Ich hab dich zum Fressen gern. As a sign of affection. I've never seen Tipo get so close with anyone else before. So that was like a Tipo kiss. It was? My first kiss was stolen by Jude? Stolen? That should be my line. Ja, das bedeutet das nicht, dass... I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jude. You have to take responsibility. Oh, Jude. Responsibility?
Responsibility for what? Bedeutet das nicht, dass Elise indirekt Jude geküsst hat? Shippings Tipo-Entzug. What exactly is it that you absorb from foes? I'm not really sure. It's like their energy or enthusiasm. Is that nutritious? Beats me. But when I'm hungry, before I know it, I'm chowing down. You really are a peculiar creature. What does enthusiasm taste like? It depends on the person. For example, yours tastes like strawberries. What? When did you absorb mine? I don't need to absorb it to know. I can just tell. Huh. That does sound appetizing. Wait, what? Los, lass mich dich ankauen, Jude. Was? So, Quest. Braut, entschuldigt mich, habt ihr ein Schweinchen gesehen? Ja, in ihr Kehrer. Ich habe es für meine Hochzeit aufgezogen, aber es ist weggelaufen. Was soll ich denn jetzt tun? In meinen Kerns ist Tradition, meiner Hochzeitszeremonie einen Schweinchenbraten zu servieren. Annehmen. Ihr helft mir dabei, nach ihm zu suchen? Oh, danke, vielmals. Was ist mit mir los? Ich werde in der Stadt nach ihm suchen. Könnt ihr im Monhochland suchen gehen? Ja, guckt ihr am besten in den tödlichen, gefährlichen Ort, während ich hier in der sicheren Stadt nach ihm suchen. Na gut. Oh Gott. So, ich denke mal jetzt, da hier ein Quest aufgetaucht ist, kommen, sind ja noch mehr Quests irgendwie aufgetaucht, oder? So, im Mannhochland soll ich suchen. Kein Ding. Aber vorher möchte ich hier Quest suchen. Da ist was Glitzerndes. Glitzer, Glitzer. Mann. Ich habe aber nichts Besseres zu tun, als im Mannhochland im Badeklamotten nach einem Schweinchen zu suchen. Nee. Begib ich zum Schloss. Nee. Warum? Warum? Ich will nicht. So, Mann hochland. Geh mal zum Mann hochland. Ich will das jetzt auch noch machen. Oh nee, lass mal. Nee, mach mal doch die Story weiter. Das hebe ich mir dann immer für einen speziellen Part auf. Wir müssen ja auch noch hier irgendwie nach, wie heißt der Ort nochmal? Chandu. In diesem Sumpfgebiet oder was auch immer, da müssen wir ja auch noch irgendwie den Bruder finden, der wahrscheinlich schon längst tot ist. Für diese eine Schwester und naja. Verschieben wir das auf morgen. Oh, also. So. Jetzt möchte ich mal gucken. Wie soll ich denn hier hochkommen? Mal von da irgendwo. So, ich möchte ein Schloss. Lasst mich durch. Dankeschön. Ja, verdammt. Ah, wir konnten doch einfach so da rein. I guess this king really does listen to his people. The king of Arjul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise, then he must answer for it. Thank you. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. Yes. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Roshagal or something? Yeah. I don't think so. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Anyway, I need to head back to Chandu to ready the wyverns. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. Oh mein Gott, Elvin ist verdächtig. They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on, let's go say hi to His Highness. Alvin,
We really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Nein. Nein, tue ich nicht. Hör auf zu lächeln, Jude. Oh. So, yeah. Wie? Die Karte sagt doch, ich muss irgendwie von... Hä? Hä? Oh, Glitzer. Glitzer, Glitzer. Riesenmuschel. Considering the size of his country, Gaius's castle is actually pretty modest. I think that's admirable. Ja, am besten die Steuern der Leute für ein riesiges Schloss ausgeben. Das sagt natürlich gute Sachen über den König aus. So, ich erkundige am besten alles. Unnötiger langer Gang. Keine Quest. Hast du eine Katzenmaske auf? Tag für Tag bekommt König Gaius Anfragen von seinen Untertanen und muss sich ihre Sorgen anhören. Er regiert mit derselben Leidenschaft, mit der er auch kämpft. Okay. Natürlich. Natürlich hat der König irgendwie was drauf. Ist klar. Ja. Citizens seeking an audience with the king are to wait in line outside the castle. We were told the king wished an audience with us. Es ist eine Falle. Is one of you Lady Mila? That's me. Very well. Please proceed. Wie das jetzt aussah. I don't believe a doll is appropriate at a royal audience. I thought we might leave it here. You sure? It's okay. I'll hold that for you. Wir haben irgendwas ausgeeckt, die beiden. Now, let us meet this king. Was haben die beiden vor? What are you doing here? Er ist der König. I am Zhao the Immovable of the Chimeriad. The Chimeriad? Four warriors in personal service to the king. To think Zhao was a member all along. Oh, es gibt eine Bösewichtengruppe? Ich denke mal, der Typ wird noch ein Bösewicht. Ich vertraue dem noch nicht so. Ja, jetzt bin ich mir sogar ziemlich sicher. Oh nein, Gott, nein. Nein, es ist der Typ aus dem Intro. Er ist böse, er ist böse. Former Chief of Staff Hilbert. Ah, and you are the Ebon Wing of Azul. Wingle the Nova. You must be the King of Azul. My name is Gaius, King of Azul. Welcome, Maxwell. Man hat eine coole Stimme. You have requested an audience with the King, have you not? Now please, state your business. Boosters made in your country have already fallen into Roshagul hands. Deswegen sollte man Tipo draußen lassen. Your nations, then the results would be catastrophic for everyone. Oh, and you came all the way here just to tell me that in person? Yes, your highness. We're planning to destroy one of Roshagul's weapons, a really big one at that. Once that thing's gone, we know that Roshagul's king wouldn't dare declare war on you. In fact, we hope that you might, you know, help us. Is there anything else? Yes, there is one other matter we'd like to discuss. It is in regards to the booster laboratory within the royal hunting grounds. Der Schrank denkt nach. Oder ist eingepinnt. Keine Ahnung. Diese Szene setzen wir im nächsten Part fort. Tschüss.